Hallo und herzlich willkommen hier zur FIFA 20. Ich bin Ems und Enzo ist auch dabei. Ja. Wir starten heute eine neue Karriere mit dem VfL Wolfsburg. Das ist der Lieblingsverein von Ems. Ja. Und wir können ein bisschen was erzählen, während wir hier schon mal ein bisschen reinschauen. Wir haben uns mal so überlegt, im Vorfeld, wir tun mal so, als hätten wir eine Kooperation mit dem FC Barcelona, um junge, gute Talente zu verpflichten, auszuleihen und zu kaufen. Und wir müssen die aber auch nur abgeben, wenn der Verein die wieder haben möchte und über Marktwert kauft. Das ist unser Deal, sagen wir mal so. Und guck mal, da wird die Euroleague ausgelost und da gucken wir mal, wen wir denn in der Gruppe haben. Ja, wir. Gruppe A, B, C, D. Siehst du uns schon? Mhm. Da, ja. Gruppe I. Oh, das sieht sehr gut aus. Das schaffen wir. Also, die Runde sollten wir schaffen. Könnten wir nicht mit FC Barcelona zusammen machen? Die sind in der Champions League, Gott sei Dank. Auf die werden wir schon früh genug irgendwann treffen. So, wir gucken mal unsere Ziele im Überblick. Euroleague-Finale erreichen. Ich glaube, hoffen wir mal, dass wir so weit kommen. In der Bundesliga müssen wir einen Champions League-Platz erreichen. Das wird schwierig genug. Und im deutschen Pokal, die letzten 16, ja mein Gott, das sollte drin sein. Nachwuchsförderung, Jugendspieler, das sollten wir auch hinkriegen. Die Dauerkartenanzahl erhöhen. Gut, siehste, Europa League Finale ist auch nur als niedrige Priorität. Finanziell steht uns nichts im Weg, Gott sei Dank. 71 Millionen, das heißt, wir können auch investieren, was wir vorhaben. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen ganz kurzen Cut, damit es nicht ganz so langweilig wird und schicken ein paar Scouts los, sortieren ein paar Spieler aus und dann melden wir uns gleich zurück. So, wir haben ein paar Spieler schon rausgesucht. Wir machen erstmal das Training und schauen dabei, dass wir junge Spieler fördern. Du sagtest, du wolltest den Torwart noch ein bisschen was herauskitzeln. Dann werden wir ihn außen verteidigen. Ich möchte jemanden, der sehr, sehr schnell ist. Für wo? Für wo ist mir egal. Hauptsache, jemand, der sehr, sehr schnell ist, womit ich sehr, sehr schnell den Ball abnehmen kann. Ja, da werden wir gleich nochmal gucken. Da werden wir was finden, denke ich mal. Ihn werden wir ein bisschen fördern. Und einen haben wir noch. Ich denke, ihn. So, die Übung simulieren wir mal eben. Dann sollten wir das Geld investieren in einen Jugend-Scout. Wir gucken mal. So, junge Talente suchen wir auf jeden Fall erstmal in Deutschland. Und ich würde sagen, für die Defensive. So, wir wollen natürlich aus der Mannschaft auch aussortieren. Stürmermäßig haben wir uns überlegt, werden wir
Rundumschlag machen. Transferliste. Transferliste. Und ihn würde ich wahrscheinlich behalten, weil er rechts sowie links spielen kann. Das kann man dann immer noch überlegen. ja, wir simulieren mal ein paar Tage vor. Da kommen schon unsere ersten Testspiele. Ich würde sagen, so die ersten ein, zwei, gucken wir, dass wir die simulieren. Bevor es ans Eingemachte geht. So, der möchte uns begrüßen. Ich freue mich riesig. So, ja. Wir wollen ja nicht, dass die Spieler an Moral verlieren. Ich würde sagen, hier, das simulieren wir direkt. Das sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Ups. Was? Wir haben 1-0 verloren. Oh. Wie konnte das passieren? Das weiß ich nicht. Ja. Ja, wollen wir das gleich spielen? Ich weiß gar nicht. Ich habe sonst, wenn wir das jetzt auch verlieren, sind wir raus aus dem Pokal. Wir können es riskieren, weil das Geld werden wir nicht unbedingt angewiesen. Wir haben noch über 60 Millionen, ansonsten würden wir aber auch noch ein paar Millionen kriegen, wenn wir den Pokal gewinnen. Was meinst du? Spielen oder simulieren? Spielen. Okay, wir machen mal ganz kurz einen Cut. So, wir haben vorbereitet und starten das Spiel. Herzlich willkommen im Old Trafford in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Everton gegen VfL Wolfsburg. Spiel Nummer 2 also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Es geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Ja. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team. Und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das wäre doch was. Oh, schade. Zwei enorm talentierte Spieler, die wir hier auf beiden Seiten erleben. Und es sind beides Leute, Wolf, die hier in diesem Spiel entscheiden komm schon. Können. Die können einen Unterschied ausmachen. Da zieht er ab. Oh. Das war nichts. Da zieht er ab. Deutlich drüber. Komm mal her mit dem Spieler. Am besten sichere das Pässe frühe geht. Ne? Das heißt, wenn du da jemanden siehst, wo keiner ist, Entschuldigung, nicht so wie ich klasse, glaube. Wie er das macht. Wie kann ich das so machen, wie du das gemacht hast? Oh, er gibt abseits, da war der Spieler normaler Passtasse. Und die Umwechsel und zurecht geht die Fahne da hoch. Ja, aber ich passe und... Ein ganz kurzer Cut und da ist es passiert. Ich bin auf die Zuschauer. Den hat Ems gemacht. Da habe ich, Achtung, Pass in den Lauf und drin ist die Bude. Aber das ist ja auch seine Aufgabe als Kapitän der Mannschaft. Er übernimmt Verantwortung. Aber den Torwart haben die nicht, ne? Man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Und damit die Wolfsburger hier vorne. Achtung, da. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Gelavogi. Jawohl, Achtung. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Ah, schade. Der ist zu weit. War ein kurzer Cut, Halbzeit ist vorbei. Hat sich nicht viel getan. Kevin Babu. Ganz energischer Einsatz. Abstoß. Das wird jetzt Abschluss geben. Naja. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Wir haben schon drei Spieler ausgewechselt und wir gucken gleich nochmal, ob wir nochmal jemanden auswechseln. Im Vorbereitungsspiel dürfen wir das und ja. Und es könnte durchaus sein, dass uns demnächst ein bemerkenswerter Transfer ins Haus steht. Buschi. Wie bei solchen Nachrichten üblich, sollten wir erst einmal schauen, wie viel Wahrheit wirklich darin steckt. Aber du wusste nichts mehr mit der Pille anzufangen. So, warte mal, wir schauen mal.
So. Rechtes, linkes Mittelfeld. Ich würde das so machen. So machen. Und so. Oh, da habe ich jetzt. Einfach mal ein bisschen experimentieren. Na? Ja. So. Jawohl. Felix Klaus. Ah. Linie. Ich habe gerade total vergessen, was unser Tor ist und was wir haben. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Guter Steilpass. Ist es das? Oh. Der Torwart rausgeholt. Nichts passiert. Ah, das ist das von uns. Nee, Wolf. Und jetzt werden sie sich natürlich ärgern. Das war eine richtig gute Chance. Mach Pass oder so. Ah, schade. Jetzt der Ballverlust. Hätte funktionieren können. Ja, ich habe gedacht, einfach mal ausprobieren. Den vielleicht da durchstecken. Die Möglichkeit. Oh nein! Vielleicht der Ausgleich. Oh! Oh. Gute Möglichkeit. Ganz knappe Kiste. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung. Nicht ganz getroffen. Wie man jetzt in der Wiederholung sehen wird. Aber wenigstens eine Ecke rausgeholt. Du schießt die Ecke mit, ne? Eine Flanke in der Mitte, ich versuche zu köpfen. Einfach rein. Einfach rein. Ecke kommt in 16. Ah, schade. Da ist der Keeper ganz aber energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und die nächste Ecke. Fängt er sich tierisch auf. Achtung. Mit B. Köpfen. Ecke kommt in die Mitte. Okay. Aus schlimm. Dem Angriff haben sie nichts gemacht. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Felix Klaus. Oh, schießt drauf. Renato Steffen. Ach, schade. Die waren im Weg. So, Spiel ist abgepfiffen. Es hat sich nicht mehr viel getan. Ein bisschen hin und her. Hier links, guck mal. Vielen Dank fürs Spiel. Ja, gewonnen. Die 3 Punkte wollten wir haben. Denn wir hoffen natürlich schon auf das Geld. Wie man sieht, nicht viel passiert. Ja. Und ich würde sagen, damit moderieren wir das Video dann mal ab. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Lasst deinen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, ne? Und schaut euch natürlich unsere anderen Videos an, ne? Die sind auch ganz toll, zum Beispiel School of Dragons oder Restaurant Tycoon oder was weiß ich. Wäre sehr nett, wenn ihr die Videos teilt und euren Freunden sagt, neuer YouTube-Kanal. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.